Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute möchte ich mit euch einen schnellen Sommersalat machen. Das ist eine Premiere, weil ich habe den Salat wirklich noch nicht gemacht. Ich habe überall davon gelesen und jeder sagt, dass der super lecker sein soll. Es ist ein Wassermelone-Feta-Salat. Ich habe jetzt da keinen Original-Feta genommen. Ich habe so einen Weichkäse genommen oder Weißkäse, Hirtenkäse. Der ist aus Kuhmilch, aber ich denke, der geht da genauso. Dann habe ich eine Wassermelone, die habe ich schon mal in Würfel geschnitten und eben verschiedene Sachen wie Olivenöl, ein bisschen Weißweinessig, einen Honig habe ich dabei, dann Basilikumblätter, man kann auch Minze nehmen, Limettensaft und Salz und Pfeffer. Man braucht für das Dressing eigentlich nicht die Küchenmaschine, aber ich mache es trotzdem mal mit der und möchte euch zeigen, wie schnell das da geht. Gut, also wie gesagt, die Wassermelone und den Feta habe ich schon mal in Würfel geschnitten und die Basilikumblätter habe ich gewaschen und von dem Stängel abgezupft. Wir haben frischen auf der Terrasse draußen, also das ist wirklich eine super Sache. So, als erstes kommt der Basilikum in den Mixtopf. Und ich mache 5 Sekunden Stufe 5. Kann auch Stufe 6 oder 7 machen, aber ich mag es eigentlich so, dass es nicht ganz so klein sind. Ja. Dann nehme ich jetzt dazu 3 Esslöffel Olivenöl. Ein bisschen Essig, aber nicht so viel. Ich nehme jetzt bloß einen Esslöffel. Ja, einmal. Und etwas Honig, damit sich der Essig und Öl gut verbindet. Ungefähr ja, 1 Esslöffel oder 2 Teelöffel. Und dann nehme ich eben noch einen Spritzer Limettensaft. Gut, ein bisschen Salz dazu. Und frisch gemahlener Pfeffer. Dann auf Stufe 7 ein paar Sekunden verrühren. Machen wir mal so 5 Sekunden, das muss man halt je nach Bedarf. So, also ich nehme jetzt ein paar mehr. Ich nehme jetzt da so 6 Löffel Olivenöl, weil ich gemerkt habe, wo ich jetzt reingeschaut habe, dass der Boden nicht mal bedeckt ist und das ist natürlich nicht so gut, wenn man da rührt. Also etwas mehr Olivenöl und dann auf Stufe 6. Das waren jetzt so 3 Sekunden. Genau, jetzt schaut das gut aus. Mein Dressing ist jetzt schön sämig, kann man es nicht so gut sehen. Also wer jetzt den süßen Geschmack von dem Honig nicht mag, der kann auch einen Senf nehmen. So. Gut, und das Ganze gebe ich jetzt über meinen Salat. Jetzt nehmen wir wieder mal einen Griff. Also wie schon erwähnt, man braucht die Küchenmaschine da nicht dazu unbedingt. Man kann das auch in der Hand. In einer kleinen Schüssel mit der Hand anrühren. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. So, dann kommt mein Feta darüber oder mein Hirtenkäse. Das brauchen wir einen 2. Löffel. Da bin ich wieder. Das einfach mal.
Das ist aber lecker. Boah, ist das gut. Ich würde jetzt noch ein bisschen Salz nachtun. Und noch ein bisschen Pfeffer drüber tun. Gut. So. Und das Ganze ein bisschen ziehen lassen. So ungefähr eine Viertelstunde und dann können wir es genießen. So, ihr Lieben, das war es schon von mir für heute. Das war wirklich ein Ruckzucksalat, der geht echt ratzfatz schnell. Und ja, probiert es aus. Ich habe jetzt ein bisschen probiert und der ist wirklich sensationell. Ich lasse ihn jetzt stehen, ein bisschen ziehen und dann werde ich ihn mir schmecken lassen. Gut, dann sehen wir uns vielleicht wieder zu einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!